Willkommen zurück zu Let's Play Crash Train Sanity. Ja, wir sind wieder hier. Ich habe alles offscreen nachgespielt. Ja, aber ja, vom Flaggschiff anfangen. Wir mussten sehr, sehr nett nebenbei, ne? Und ja, den Chefkoch habe ich auch eigentlich geschafft. Was, worauf ich eigentlich sehr stolz bin, ne? Weil ich sonst nie so schnell schaffe. Oh Gott. Oh mein Gott. Und wir schaffen wir auch Anhieb. Das wäre ja was. Schnell hin. Gegen wegknallen. Dreimal insgesamt, ne? Wie wir schon im letzten Part gemacht haben. Wo er beim R. Wo wir beim letzten Mal. Wo wir beim letzten Gnadenstoß. Ja, immer wieder verkackt haben. Weil ich ja hier so dumm war und ihn ja unbedingt so schnell angreifen wollte. Und ich abwarten konnte. So, rechts und links, rechts. Ich hoffe, dass wir nicht durch so einen dummen Tod sterben oder so, ne? Die Ratten ja. Verlassen das sinkende Schiff. Schon wieder die Katzin, ey. Sag uns, wo der Schatz ist, dann lassen wir ihn gehen. Kenn ich doch schon. Ruhe! Wir müssen es wohl aus ihm rausprügeln. Embryo, umziehen. Ja, bin gegen Mikro gekommen, haben wir eh nicht gehört, wette ich mal. Ist ja meistens so, wenn ich mal dagegen komme, dann hört man es eh nicht und ich sage es extra und ohne. Ach ja. Toll, ich stehe bei mir. Egal. Ach ja. So schwer ist der Kampf gegen Brio hier auch nicht. Trophy ist immer so eine Sache. Eigentlich ist das ja nur ein. Alle persönlich tot nur wegen pure Dummheit. Eigentlich. Sonst wäre der Kampf hier gar nicht mal so schwer eigentlich. Weil ich immer so früh springe. Und schnell. Noch zweimal. Hierbei verkacke ich eh nicht. So weiß ich. Recht lang. Oh, das war knapp, aber. Okay. Komm, throw die Wart auf mich. Recht lang. Mal die kürzeren Wege nehmen. Wenn wir einmal schlagen, dann haben wir ihn. Immer noch nicht, weil wir müssen ja dann nochmal so schlagen, ne? Und ich dachte, wir hätten ihn. Oh. So, jetzt können wir einmal Brio, dann haben wir ihn auch. Also jetzt dann haben wir ein Tropy. Ich muss sagen, im Offscreen war irgendwie alles leichter. Ich weiß nicht, wo das liegen kann. Also durch Lex kann es eh nicht liegen, weil ich eh keine Lex habe. Wenn doch, dann würde ich es ja merken auf jeden Fall. Nein! Ey, immer wegen so einem Scheiß! Nur weil ich die Scheiße jetzt tatsächlich hier direkt gerade drauf drücke, immer wie, keine Ahnung. Boah. Sag uns, wo der Schatz ist, dann lassen wir dich gehen. Boah, die Kassine, damit ich auch nicht wegdrücken kann einfach. Wir müssen es wohl aus ihm rausprügeln. Embryo. Ich frage mich, wie ich das früher geschafft habe. Frage ich mich gerade echt irgendwie. Oh, aber nehme ich erst irgendwie fast 4 Minuten auf. Vielleicht klappt es ja besser, wenn ich nicht dabei spreche oder so. Kann ja sein, ne? Vielleicht spreche ich auch einfach mal nicht. Genau jetzt. Seht ihr, ne? Bis jetzt geht's ja ganz gut ohne Sprechen, ne? Ja, das habe ich auch so geschafft, ohne so sprechen, ne? Ich glaube, beim letzten Ball, also beim letzten Schlag gegen Froby, dann hören wir auf zu sprechen, ne? Weil vielleicht geht es ja besser, ne? Vielleicht leckt mich das Sprechen auch einfach so sehr ab und so, ne? Ja, das wird ja bei nicht erpähen, ne? Egal. Okay. Gar nicht sprechen, wenn du jetzt vom Bord gehst, ne? Wieder mal, dann gibt es Stress mit mir.
Okay, noch einmal. Die ganze Schose. Ne? Die ganze Schose. Ja. Shit, ne? Wir leben noch, okay. Lol. Schneller. Okay, jetzt hat Akku mal was genutzt. Ich bin ihnen dankbar, ne? Weil dann ich bin jetzt nicht sofort gestorben. Dann wäre es ja nochmal nicht Katzen, ey. So, jetzt bin ich leise. Ja, geschafft, Leute, ich hab's geschafft. Geschafft, schafft, schafft, geschafft, schafft. Okay. Automatische Startsperrung, Memory Card, PS2 in Memory Card, Chipset 1, oder so. Komm schon! Zum Psychotron! Ich beeil mich ja schon. Wieder auf dem Knöpfe jetzt zum Beispiel. Uah. Okay, wir haben es geschafft, ja. Okay. So schwer war es auch nicht. Hust, hust. Okay. So, jetzt geht's wie in den psychomanischen Turm, wie der hieß. Ja. Wie Kristalle braucht, wie viel Energiekristalle braucht man für das Portal? 7 oder wie viel? Ich hoffe 6, ganz ehrlich. Jo. Jo. Okay. Du Monster, lass meinen Bruder los. Meine Kristalle. Ruiniert, dank dieser Tussi hier. Das muss repariert werden. Da kann nur eine helfen. Meine Nichte Nina Cortex. Ist sie nicht reizend? Natürlich habe ich hier und da ein paar Modifikationen gemacht. Schnell zu meinem Zeppelin! Kurs auf Madame Emberleys Akademie des Bösen! Okay, die Akademie des Bösen. Gehen wir jetzt hin. Wie es aussieht. Heißt es, wir hätten jetzt, wenn Kuku nicht gewesen wäre, doch schon in das in die hinter Dimension rein können. Kuku weiß was ich habe. Okay Leute, weiter geht's. Akademie des Bösens. Okay, der Zeppelin, der ist da. Kaum zu verfehlen. War ich da nicht schon mal? Rein zufällig. Uah. Mein Gott. Oh mein Gott. Schlimm. Die Passagen. Und schnell entlang. Das Ding schützt nicht an, ne? Gut. So ist er wie auch nicht mehr. Geht nur noch. Geht doch. Mit einem fetten Ende drauf und mit einem großen Minigun vorne dran, ne? Okay. Ich liebe mein Luftschiff. Nur so kann man fliegen. Hey, so fliegen also die Reichen und die Bösen. Oh, Stewardess, kann ich noch ein Tütchen scharfe Erdnüsse bekommen? Ich langweilig. Ich werde euch niedrige Wichte der Menschen. Ihr seid nichts gegen mich, denn ich bin der große und allmächtige Neokortex. Freund ist ungeziefer. Ihr wagt es, mich zu überhöhen, zu misshandeln und zu manipulieren. Sag, was ich in der Rache wird schrecklich für. Ja, was auch immer. Komm endlich zum guten Teil. Er tippt die Fähigtaste oben an, um schnell Feuer zu benutzen. Okay, wir dürfen Kohle spielen. Nice. Boah. Okay, wir können auch so Flexion Laterne. Mann, Codex. Geh drauf. Okay, wie ein Shooter. Verpasst ein Shooter. Lol. Okay. Das macht mir schon jetzt keinen Spaß, Leute. Ihn zu spielen. Also schwerfällig ist mit seiner Knarre. Ach ja. Ich bin voll nicht müde gerade. Um die Uhrzeit. LOL. Ey. Der Spiel hat die blödsten Checkpoints ever, ey. So wie auch mal einen Pack benennen wollte. Aber hab ich doch nicht getan, glaube ich. Jedenfalls.
Wenn doch, dann bin ich schon auf mich. Weil das stimmt eindeutig. Blöde Checkpoints ever. Ach ja. Schon hier fliegen wir weg vom Tor. Bestimmt wird das nicht nur das letzte Mal sein, sondern das zweite Mal erst. Okay, die Cutscene kommt nicht mehr, schön. Will ich das ersparen, die mir? Nö? Ja, ich weiß, dass ich die gerade voll stoppe. Ist mir aber auch schon egal. Die haben abends kein Spiel. Daher habe ich das nicht dazu. Lol, ist das denn ernst? Was ist das denn? Wohl eine Cutscene oder so? Komm hier, ne? Die Akademie des Bösens. Okay. Sieht sehr geil aus, muss ich sagen. Wir gehen jetzt, Setting? Nein, das Setting. Hab ich hier nichts. Schade, ich dachte, ich schaffe das, aber egal. Köters! Wölfe, Wildschweine, Köter sind das. Eindeutig. Ah, Randy. Komm mit, Buddy. Ich brauche dich in meiner Mission. Und tschüss! Okay. Nicht mal funktioniert. Schade. Ist auch hier vielleicht? Ja. Achso, verstehe. Was wir den Ball brauchen. Ja, so. Komm mit. Leute, was ist das für eine Scheiße? Egal. Gehen wir weiter. Und dann mit dem Wumpe gut ein. Ich sehe auch noch einen Ball. Achso, das wusste ich gar nicht. Yeah. So, der hat was ausgelöst, das oben. War eine nette Karre eigentlich, ne? Will mir auszulegen. Nicht. So. Gehen wir erstmal so Cortex, würde ich sagen. Nette Mucke aber. Ah ja. Die alte Alma Mater. Als ehemaliger Schüler bin ich mit den vielen Geheimnissen dieses Instituts bestens vertraut. Sieht man. Okay, ein Geheimgang, Leute. Weil ich erkunde hier erstmal alles. Weil ich es kann und es will. So, da lang. Da war lang, Funk. Keine Ahnung, wie da hinkommt. Also, ich verstehe schon. Ich verstehe die ganze Show. Nein, Ball kommt raus. Ball, benehm dich. Soll ich dich nachsitzen lassen? In der Akademie des Bösens. Lol. Okay, ging hier relativ gut. Boah, nicht runterspringen. Wie soll ich da jetzt langkommen? Ein Scherz. Bin ja dieser Chat aber schlecht. Egal. Also hier ist auch eine Leiter, Treppe ist das. Keine Leiter. Okay, wir wollten schon fast in die TNT-Kisten wieder reindrehen. Das ist ja gerne cool, wie es aussieht. Wäre nicht der erste Mal gewesen, ne? So. Da ist eine Tür, wo ich rein kann. Das ist eine Tür, wo ich rein kann. Das wusste ich noch, ja. Mein Schämmatsch gehen, was ich noch habe. Doch, versteht sich. Wer weiß, ob das Gehirn noch voll Schämmatsch wird. Wenn ich mich nicht belohnt bin. Ich schick's nicht. So. Da ist der Gang. Oder ist hier noch was Spezielles? Unser Ratten. Peit wollte er schon. Ja, Ball. Wie so ein Ding. Ach, ich glaube, ich weiß, wie die hochkriege. So. Na egal. Oh. Nice.
Wenn du alle Scheiße davon machen, aber egal. Komm, gehen wir einmal hier durch, durch den Geheimgang. Der auch kurz, durch den auch kurz gegangen ist, wenn mir der scheiße Bischof keinen Schritt durch die Rechnung ziehen würde gerade. Ja, und auch für diese Show hier, der schwarze Bildschirm heißt, dass Unit Video Studios einen schwarzen Bildschirm mir vor die Fresse wirft. Weil da ist ein Programm, womit ich den Video drüber aufnehme, ne? Nein, ich nehme damit Fresse auf. Mit was ich den View Capture. Und ich den View Capture. Hallo, Ratten. So. Okay, gibt's denn nur einen Weg? Muss mich wohl nicht entscheiden. Ist ja schon ein Weg. Hast du ja ein Spiel, wo ich mich entscheiden muss? Das hasse ich irgendwie. Habe ich schon in Lilo und Stitch habe ich das schon. Eigentlich habe ich nur Lilo und Stitch angefangen, weil ich spielen wollte. Weil das einzige LP auf YouTube wäre. Deutsche, ne? Einige deutsche LP. Hallo Gott. Und weil ich einen Zwischenbrief brauchte. Geh weg von mir. Weil ich einen Zwischenbrief brauchte. Für. Cortex. LOL. Kann ich den auch als Stehprüfung nehmen? LOL! Schlecht. Okay. Den muss ich jetzt da rein kicken. Nein. Da rein werfen muss ich den jetzt, ne? Genau. Ich sitze fest! Der beste böse Wissenschaftler der Welt hängt in einem Rohr. Wie könnte es noch schlimmer werden? Das Schlimmste kann doch am schlimmsten werden. Oh, kann doch schon mal werden, ne? Ja, haben wir gerade gesehen. Hätte ich nicht da einfach rüberspeisen können, ne? Aber da war wohl ein Mechanismus da. Brauche ich die eigentlich noch? Ja, brauche ich sogar noch. Drück den roten Knopf um die Spülung. Bestätige gerne. Immer gerne. Okay. Okay. Plattformen. Oh, schnell durch. Fuck. Das kann sehr schlimm enden, wenn ich falsch schieße. Fuck! Mann! Ist doch schon geändert. Ey, nee, lass mich das nochmal machen. Oh, schlimm. Egal. Wieder auch rein. Schade. Säurebecken des Todes. Akademie des Bösen des Todes. Crash des Todes. Kortex des Todes. So viele des Todes. Und die kamen darauf. Auf einmal, egal. Schnell durch. Hier eine Kurve anfangen, ungefähr. So, ne? Checkpoint! Boah, gut. Achso, da ist dieses Spülungsding. Erstmal mach ich die Ratten hier weg. Das Rad ist für was? Achso, verstehe. Ohne dieses Ding hätten wir kurz bestimmt nicht da reinschauen können, aber ich glaube schon, aber dann wäre er wahrscheinlich tot. Egal. Ist ja nur Cortex, ne? Cortex, also. Plattformen? Ja. Oh. Nicht gerade schwer die Passagen. Zum Glück auch. Nein, wir nicht viel. Du kannst ja auch noch runter, Cortex. So. Ach so. Auch nice. Also wie er normal bist. Also ich sowas von vermisst, Cortex, so ungefähr. 0,0%. Komm mit.
Mach ihn platt! Lol. Wie soll ich den jetzt besiegen? Boah, ich sag grad schon, ich hätte nicht die Aufnahme geschaltet, also dann halt nicht. Also, so. Geht doch. Also, stimmt ja. So ging das. Aber ich meine jetzt diese Audio Sprachtonspur, ne? Danke. Das ist aber auch. Ne? So, schnell rüber. Oh. Gott, das geht mal weg. Nein! Boah, okay. Danke. Ich bin doch noch erwischt. Der ist schon uns beide, ne? Gut. Leute, die nehmen wir schon von lang auf. Okay, Leute, bis bald und tschüssi.